Wir freuen uns schon auf den Anstoß hier und heute in der Allianz Arena in München. Iniesta gegen Cristiano Ronaldo. Sensationelles Duell, oder? Iniesta ist natürlich als enorm mannschaftsdienlicher Spieler bekannt, der tolle Pässe spielt, der mit seinen Kollegen gut harmoniert. Cristiano Ronaldo ist natürlich auch heute darauf aus, seine sensationelle Kopfballstärke zu zeigen. Das haben wir schon oft gesehen, dass er in dieser Hinsicht alles drauf hat. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen einen kurzen Blick drauf. Sie wählen in diesem Spiel ein 4-4-2 mit Raute, mit einem offensiven Mittelfeldspieler als Unterstützung für die beiden Angreifer. Bale. Den Angriff blockt er ab. Klasse aufgepasst. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Geht weiter hier. Schneller Einwurf. Ball auf Ronaldo. Und er schießt. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Jetzt Ronaldo am Ball. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Kann er den Ball behaupten? Gut gemacht. Gutes Tackling. Jetzt könnte er flanken. Eine gute Möglichkeit hier, es gibt Ecke. Den Zweikampf verliert er. Er gibt Abseits. Bruno. Er steht gut und hat den Ball. Das könnte gefährlich werden. Klasse Einsatz, aber kommt er auch an den Ball. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Bruno. Bale am Ball. Turan am Ball. Souverän, er hat den Ball. Dani Alves. Tolle Flanke. Da fängt er die Flanke ab. Jetzt wird's gefährlich. Das gibt Einwurf. Iniesta. Chance vorbei, da steht keiner. Jetzt gibt's Abstoß. Souverän gemacht vom Torwart. Den muss er besser spielen, so geht der Ball ins Aus. Und Bale. Jetzt Benzema am Ball. Der Ball ist im Seitenhaus, Einwurf. Benzema. Negredo. Und jetzt Arda Turan. Bale. Pass auf Neymar. Weiter geht es mit einem Einwurf. Ball bei Neymar. Benzema. Jetzt müssen sie aufpassen bei dieser Ecke. Er versucht's. Da ist das Tor, aber ein bisschen Glück war mit dabei. Manchmal gehört eben auch Glück dazu. Der Ball geht hier an die Unterkante der Latte und dann rein. Und das sieht natürlich spektakulär aus. Es geht um Zentimeter. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Negredo. Benzema! Den Ball hält er gut. Klar, dass sie die Führung ausbauen wollen. Ja, jetzt gibt's Eckball, gute Möglichkeit also. Super gelöst, den Ball hat er. Und Griezmann. Gareth Bale. Der Ball ist drin, der Treffer zählt, Ausgleich. Ein toller Schuss und da kann kein Torwart der Welt drankommen. Wirklich spektakulär, aber den trifft er auch sensationell. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Ganz einfach an den Ball gekommen. Bale. Sowas. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Und Ronaldo geht dazwischen. Und Negredo. Der Ball ist kein Problem für den Torhüter. Jetzt setzt er ihn unter Druck. Und jetzt Arda Turan. Sowas. Negredo. Es gibt 3 Minuten obendrauf, wurde gerade angezeigt. Iniesta. Gut gemacht, den Ball holt er sich. Pass auf Neymar. Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Iniesta. Kein Team hat bisher entscheidend. Alle sind bereit. Die zweiten 45 Minuten stehen an. Und nun Benzema. Wird das eine Torchance? Bale am Ball. Arda Turan. Bale am Ball. Vorteil und er bringt den Ball rein. Foul, Freistoß und das ist eine gute Gelegenheit. Macht er ihn! Der geht genau auf den Torhüter. Souverän, er hat den Ball. Sauberes Tackling von ihm. Schuss von Ronaldo. Der geht daneben, aber kein schlechter Versuch. Und das aus der Distanz. Aber die kann er. Das hat er schon oft gezeigt. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Gareth Bale in diesem Spiel ein Faktor. Er gibt das Foul und Freistoß. Savic. Und Varane. Super Timing. Den Ball holt er sich. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Wichtig, den Ball hat er sicher. Und Negredo. Er steht gut und hat den Ball. Jetzt Gareth Bale. Zuspiel auf Neymar. Die Chance zum Tor, abgepfiffen. Fahne oben. Auf der Bank ist Bewegung, es wird einen Wechsel geben. Varane. Und Thiago. Götze am Ball. Da geht er gut dazwischen. Ronaldo am Ball. Jetzt Neymar am Ball. Klasse gemacht vom Verteidiger. Da pfeift der Freistoß. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Neymar am Ball. Iniesta. Einwurf. Bale am Ball. Trasoras. Benzema! Das war die Gelegenheit, aber es bleibt beim Unentschieden. Jetzt haben sie den Ball. So, hier haben wir eine Einblendung. Zeigt uns die Ballbesitzstatistik, Buschi. Da hätten wir die Zahlen gar nicht gebraucht. Man kann ja auch so sehen, dass es hier sehr ausgeglichen zugeht. Moi Gomez. Den muss er zum Torwart zurückspielen. Nun Ronaldo. Und jetzt wird es Einwurf geben. Sauras. Das wird nochmal Einwurf geben. Jetzt Gareth Bale. Und Neymar. Und er geht an ihm vorbei. Die Mitspieler bieten sich an. Ball bei Neymar. Und Griezmann. Und das Zuspiel auf Bale. Cristiano Ronaldo. Das war keine wirkliche Herausforderung für den Torwart. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Ball bei Neymar. Er gibt Freistoß, klar. Da verlieren sie den Ball. Ball bei Neymar. Und der Ball wird zum Torhüter gespielt. Gibt es doch noch einen Sieger. 5 Minuten haben die Teams noch. Und Thiago. Und nun Bale. Sehr gut von Piquet. Nur noch wenige Minuten und beide Mannschaften haben hier noch alle Möglichkeiten. Carlos Martinez. Moi Gomez. Und Götze. Bruno. Da verwehrt er ihm im letzten Moment doch noch mit einem beherzten Eingreifen die Chance zum Siegtreffer. Und die Kollegen bedanken sich völlig zu Recht. Schießt er ihn rein. Ich glaub's nicht. Der ist drin. Das muss der Sieg sein. Treffer, vielleicht der entscheidende. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. So, das muss es jetzt doch sein. Das hier muss es sein. Das können Sie sich eigentlich nicht mehr nehmen lassen. Und das war eine ganz, ganz enge Partie heute. Jetzt pfeift er die Partie ab. Das war's. Das Spiel war ziemlich ausgeglichen, aber...